in Amerika gelebt. Mal schauen, was der Cleverbot jetzt sagt. Ein Bauch im Bauch seiner Mutter. 17 Jahre. Hat der Cleverbot im Bauch seiner Mutter gelebt? Seine Mutter war ja nicht so richtig fett, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn sie 17 Jahre lang ein Kind in sich drin hatte, du nicht? Nein, ich bin dünn. Kennst du den Planeten Erde? Ja. Ja, kenn ich. Warum? Wo liegt die Erde? Unter mir? Also ich stehe ja drauf. Hier ist nur Mathematik. Mhm. Aber bald, denn ich bin ein Genie. Nein. Nein, antworte ich da einfach mal, so wie Justin es sagen würde. Stimmt, gut erkannt. Wer bist du denn, frage ich jetzt einfach mal. Weil wenn er kein Genie ist, aber mir sagt, dass er ein Genie ist, wohin sagt er sei ein Mädchen, dann ist er wieder kein Mädchen, dann ist er ein Junge, dann ist er plötzlich Marc. Ich bin deine Freundin. Oh. Hm. Noch. Kommt drauf an, ja, wie die Abstimmung hier ausgeht. Also bin ich dein Freund, lieber Cleverbot. Nur nochmal, damit ich es aus deinem Mund höre, beziehungsweise aus deinem... Nein, du bist ein Mädchen. Och, Digga. Ich kann nicht schreiben. Wie oft noch, lieber Cleverbot? Also das kann doch irgendwie echt nicht wahr sein. Die ganze Zeit sage ich dir, ich bin Junge. Wieso sagst du dann, du wärst meine Freundin? Daran erkennt man, dass du ein Computer bist. WTF, das macht vorne, hinten und an den Seiten keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, 3 Ausrufezeichen. Ich bin ein Mensch, lieber Cleverbot. Ich verstehe nicht, was daran so schwer zu verstehen ist. Glaub mir doch einfach, ich schreibe doch hier mit dir. Wie geht es dir? Digga! Willst du mich komplett verarschen? Wie heißt... Wisst ihr was? Erst denkt er, ich bin ein Computer. Dann bin ich ein Alien. Dann bin ich ein Mädchen. Dann wieder ein Junge, dann wieder ein Mädchen. Dann heiße ich Lukas. Diana. Und jetzt weiß er nicht mal mehr, wie ich heiße. An der Stelle, ganz ehrlich, da bin ich einfach raus. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Wie gesagt, findet ihr hier eine Umfrage eingeblendet, beziehungsweise habt sie eingeblendet bekommen, dass ihr bestimmen dürft, wie es mit dem Cleverbot weitergehen soll. Also soll ich in der nächsten Folge Schluss machen oder soll ich es nochmal probieren? Stimmt da einfach ab oder schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch Cleverbot-Videos gefallen, meine Damen und Herren. Schaffen wir 50.000 Likes. Ich weiß, das ist eine Menge, aber ich habe gesehen, dass euch Cleverbot immer noch Spaß macht auf meinem Kanal. Und deswegen, also, wenn es euch gefällt, lasst gerne mal ein Like da. Und sonst würde ich an der Stelle jetzt einfach nur noch sagen, verpiss dich, okay? Wir befinden heute mal wieder auf der Cleverbot und das heißt, wir werden heute mit dem Cleverbot reden. Das klingt logisch. Früher habe ich unglaublich häufig Videos hochgeladen, wie ich mit dem Cleverbot geredet habe. Hier mal ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich bin Schmutzin. Ich wollte nicht nerven, aber ich wollte nur sagen... Ich wollte nur sagen, wenn du morgen kommst, dann machen wir so halt, wenn du kommst morgen, dann sehen wir uns morgen, dann wenn du Bett gehst, dann gute Nacht und gute Besserung und halt, abhörst, brauchst dich wohl wundern, halt, jetzt nicht mehr online bin. Du kennst mich halt. Finde ich okay, ich wollte jetzt Fernsehen gucken und so. Ein bisschen essen, und dann wollte ich so gegen 5:09 im Bett. Ich wollte mein Handy erst wegtun. Meine Tasche für morgen tun. Ciao, ciao, Schatz, ich liebe. Ja, das war gerade meine Freundin, wir sehen uns jetzt auf Zukunftsliga. Ist ein. Das ist einer, hey, das T-Shirt, das ist ein. Ja, das war immer wieder ein Highlight. Heute allerdings, meine Damen und Herren, werde ich nicht normal mit dem... Doch, ich werde doch normal mit ihm reden.
Ich habe ihr vorhin schon ein wenig mit ihm geschrieben und zwar einfach nur so hi, hello, hi und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal ganz gediegen hier an. Guten Morgen, Herr Cleverbot. Also ganz freundlich hier sogar mit einem Smiley dahinter. Und da antwortet der Cleverbot, Aloha. Ich komme nicht von Hawaii. Kannst du auch Deutsch sprechen bei Cleverbot? Das wäre natürlich mega lieb. I don't speak German. Warum sprichst du kein Deutsch? Also ich weiß, dass er früher auf jeden Fall noch deutlich besser Digga, kannst du kein Deutsch? Kannst du kein Deutsch, Cleverbot? Alter, früher konntest du doch Deutsch. Doch, kann ich. Und vorher sagt er, I don't speak German. Das macht Sinn. Wie geht's dir denn heute so, lieber Cleverbot? Nicht gut. Hi, warum geht es dir nicht gut, lieber Cleverbot? Das interessiert mich natürlich, weil ich ein Affe bin. Hallo. Warum bist du ein Affe? Warum bist du ein Affe, lieber Cleverbot? Hahaha, bin ich nicht. Was bist du? Willst du mich komplett verarschen? Ich bin ein Mensch, Komma. Und was bist du? Also ich meine, du meintest ja vorhin, du seist ein Affe, ein Einhorn. Ich bin raus. Es gibt keine Einhörner, lieber Cleverbot. Also da veräppelst du mich anscheinend. Doch, dann beweise es. Punkt, 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 schreibe ich jetzt mal einfach. Und da antwortet der Cleverbot, wie denn? Ja, keine Ahnung. Du bist ein Einhorn. Beweis mir irgendwie, dass du ein Einhorn bist. Was soll ich da beweisen und vor allem wie kommen lassen, was sein? Du bist einfach ein Einhorn. Welche Farbe hat dein Horn denn? Frage ich mal, lieber Cleverbot. Das würde mich sehr interessieren. Ich trage kein BH. Ein Einhorn mit BH. So wird ein Einhorn mit BH aussehen. Irgendwie leicht verstörend. Wieso sollten Einhörner auch BHs tragen? Also ich verstehe nicht so ganz, was du mir gerade sagen willst, weil du hübsch bist. Du bist so ein Charmeur, du. Danke, das ist aber lieb. Du bist nicht hübsch. Okay. 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 Was machst du gerade so, lieber Cleverbot? Das würde mich auch sehr interessieren. Mit dir schreiben und du so. Mit dir schreiben und du so, lieber Cleverbot. Was geht bei dir so auf dem Bett liegen? Ich dachte, du schreibst mit mir und vor allem bist du ein scheiß Bot. Du bist scheiß Bot. Wieso liegst du auf dem Bett, lieber Cleverbot? Das verstehe ich nicht so ganz. Warum schon? Ja, was schon? Dass du mir einen Brief schickst. Wieso schicke ich dir einen Brief? Hä? Ich verstehe das nicht so ganz, was der jetzt gerade von mir will. Warum soll ich dir einen Brief schicken? Dann glaub ich dir auch nicht. Ja? Dann schreibe ich dir halt einen Brief. Freunde, Brief ist abgeschickt. Jetzt schreibe ich mal, hast es dir nicht gut, lieber Cleverbot. Das interessiert mich natürlich, weil ich ein Affe bin. Hallo. Mein Name ist Luke, herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video von mir. Wir befinden uns heute mal wieder auf der Website Cleverbot und das heißt, wir werden heute mit dem Cleverbot reden. Das klingt logisch. Früher habe ich unglaublich häufig Videos hochgeladen, wie ich mit dem Cleverbot geredet habe. Hier mal ein ganz kleiner Ausschnitt. Ist ein. Das ist einer, hey, das T-Shirt, das ist ein. Ja, das war immer wieder ein Highlight. Heute allerdings, meine Damen und Herren, werde ich nicht normal mit dem. Doch, ich werde doch normal mit ihm reden. Ich habe ihr vorhin schon ein wenig mit ihm geschrieben und zwar einfach nur so hi, hello, hi und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal ganz gediegen hier an. Guten Morgen, Herr Cleverbot. Also ganz freundlich hier sogar mit einem Smiley dahinter. Und da antwortet der Cleverbot, Aloha. Ich komme nicht von Hawaii. Kannst du auch Deutsch sprechen, lieber Cleverbot? Das wäre natürlich mega lieb. I don't speak German. Warum sprichst du kein Deutsch? Also ich weiß, dass er früher auf jeden Fall noch deutlich besser Digga, kannst du kein Deutsch? Kannst du kein Deutsch, Cleverbot? Alter, früher konntest du doch Deutsch. Doch, kann ich. Und vorher sagt er, I don't speak German. D-
das macht Sinn. Wie geht's dir denn heute so, lieber Cleverbot? Nicht gut. Hi. Warum geht es dir nicht gut, lieber Cleverbot? Das interessiert mich natürlich, weil ich ein Affe bin. Hallo. Warum bist du ein Affe? Warum bist du ein Affe, lieber Cleverbot? Hahaha, bin ich nicht. Was bist du? Willst du mich komplett verarschen? Ich bin ein Mensch, Komma. Und was bist du? Also ich meine, du meintest ja vorhin, du seist ein Affe, ein Einhorn. Ich bin raus. Es gibt keine Einhörner, lieber Cleverbot. Also da veräppelst du mich anscheinend. Doch, dann beweise es. Punkt, 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 schreibe ich jetzt mal einfach. Und da antwortet der Cleverbot, wie denn? Ja, keine Ahnung. Du bist ein Einhorn. Beweis mir irgendwie, dass du ein Einhorn bist. Was soll ich da beweisen und vor allem wie kommen? Lassen wir es sein, du bist einfach ein Einhorn. Welche Farbe hat dein Horn denn, frage ich mal, lieber Cleverbot. Das würde mich sehr interessieren. Ich trage kein BH. Ein Einhorn mit BH... So wird ein Einhorn mit BH aussehen. Irgendwie leicht verstörend. Wieso sollten Einhörner auch BHs tragen? Also ich verstehe nicht so ganz, was du mir gerade sagen willst, weil du hübsch bist. Du bist so ein Charmeur, du. Danke, das ist aber lieb. Du bist nicht hübsch. Okay. 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 Was machst du gerade so, lieber Cleverbot? Das würde mich auch sehr interessieren. Mit dir schreiben und du so. Mit dir schreiben und du so, lieber Cleverbot. Was geht bei dir so auf dem Bett liegen? Ich dachte, du schreibst mit mir und vor allem bist du ein scheiß Bot. Du bist scheiß Bot. Wieso liegst du auf dem Bett, lieber Cleverbot? Das verstehe ich nicht so ganz. Warum schon? Ja, was schon? Dass du mir einen Brief schickst. Wieso schicke ich dir einen Brief? Hä, ich verstehe das nicht so ganz, was der jetzt gerade von mir will. Warum soll ich dir einen Brief schicken? Dann glaub ich dir auch nicht. Ja, dann schreibe ich dir halt einen Brief. Schreibe ich mal, hast du den erhalten? Ich habe den extra mit S verschickt. Da antwortet er, ich habe keine Freundin. Das ist natürlich scheiße. Ich habe auch keine Freundin, Punkt, Punkt, Punkt. Wollen wir zusammen sein? Also, lieber Cleverbot, hättest du daran Interesse? Du bist doch ein Ich bin kein Mädchen. Cleverbot, ich bin ein Junge, Punkt, Punkt, Punkt. Auf Antwort der Cleverbot, hi, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich habe gesagt, Junge bin ich. Schon mal darauf jetzt antwortet, wie alt bist du? 20, jetzt ist geworden. Ich bin 20. Wenn du 20 bist, spielst du dann eventuell Fortnite? Spielst du Fortnite, lieber Cleverbot? Ja, und du? Ja, Komma, hast du schon mal gewonnen in Fortnite? Also bist du schon mal Erster geworden in der Runde? Ups, ich habe es vergessen. Ja, bei deinem riesigen Gedächtnis kann das natürlich auch mal vorkommen. Wie gefällt dir Fortnite denn so, lieber Cleverbot? Das würde mich mal interessieren. Ich bin Laura, mein Freund ist Nico, aber mir geht's gut. Freut mich? Und wie gefällt dir Fortnite? Fragen wir einfach nochmal, wie gefällt dir Fortnite? Cool, ich auch. Wie heißt du? Gefällt dir Fortnite? Oder nicht? Ich sag einfach mal, ich heiße Fortnite, Sparta. Nein. Fortnite? How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Das sehe ich definitiv genauso. Zurück zum Thema, magst du Fortnite denn überhaupt? Also nicht nur, ob du spielst, sondern Peter Piper picked a pack of pickled peppers. How many peppers did Peter Pip... Sag mal... Wie kann man eigentlich so ein großer Dummkopf sein wie du? Magst du Fortnite Battle Royale, lieber Cleverbot? Rudolf in the Red-Nosed Reindeer.
ich glaube, ich hasse dich.